Also ich muss wirklich sagen, es ist so schön, mal wieder in der Anstalt zu Gast zu sein, mit so tollen Kollegen zu spielen. Es ist immer wieder eine Freude. Ja, früher sind wir dann nach so einer Sendung oft noch was trinken gegangen, in einer lockeren Runde, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Nee, weil seit dieser ganzen MeToo-Diskussion sind die Kollegen total verunsichert. Also die wissen ja gar nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen. Ja, also was ist jetzt überhaupt noch erlaubt und darf man überhaupt noch flirten? Ja, die sind also total, klar, deswegen, die tun mir auch total leid. Ich finde es nur richtig, dass sich diese ganze Diskussion jetzt darauf verlagert hat, wie verunsichert die ganzen Männer in Führungspositionen jetzt sind. Ja, wenn doch die Kollegin schöne Beine hat, darf man das jetzt gar nicht mehr sagen? Sie zeigt die doch und das sehen doch alle. Ja, es ist schon schade, oder? Wie hat Frauke Petri jetzt so schön gesagt, die ganze MeToo-Debatte wird von einer Minderheit instrumentalisiert, die dazu imstande ist, viele vernünftige und liebgewonnene Traditionen in diesem Land zu zerstören. Ja, was war das noch für eine schöne Zeit, als man sich nach der Weihnachtsfeier noch gemeinsam die Praktikantin übers Knie gelegt hat. Und heute darf man ihr nur noch Komplimente über ihre gute Arbeit machen und gar nicht mehr über ihre Beine. Was ist das denn für eine Welt geworden? Ja, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man vor dieser Debatte nicht wusste, wo die Grenze ist und es jetzt immer noch nicht weiß, ist man dann nicht einfach nur ein kompletter Idiot? Kann das sein? Hier geht's ja nicht. Es geht hier ja nicht um Komplimente, sondern um Machtmissbrauch. Diese ganze Diskussion wurde ausgelöst, weil ein großer Produzent in Hollywood über Jahrzehnte im großen Stil Frauen belästigt hat. Viele Prominente, sogar von Vergewaltigung war die Rede. Aber wie ist sowas möglich? Über Jahrzehnte? Nicht nur, weil die Frauen, die betroffen sind, total verunsichert und traumatisiert sind und Angst davor haben, dass ihnen nicht geglaubt wird, sondern weil auch viele Männer weggeguckt haben und durch das Mitwissen geduldet haben. Und wer in Hollywood alles weggeguckt hat? Brad Pitt, Quentin Tarantino, Ben Affleck. Ben Affleck war Batman. Batman hat die Frauen im Stich gelassen. Das muss man sich mal vorstellen. Batman, der dicke Mann zieht seine Hose aus. Ein Eichhörnchen, ich muss weg. Was für ein Skandal! Da fängt man ja an, sich zu fragen, ist das in Deutschland auch möglich? Wenn man das mal überträgt, stellen Sie sich mal vor, in Deutschland irgendein großer Filmproduzent, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel Matthias Schweighöfer. Stellen Sie sich mal vor, ich würde zu einem Schweighöfer-Casting gehen und dann würden wir einfach, der Matthias Schweighöfer und ich, wir würden einfach so... Okay, das ist ein schlechtes Beispiel, aber... Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Jetzt heißt es wieder, ja, ja, wenn euch Brad Pitt belästigt, dann findet ihr es in Ordnung. Nein, nein, das ist nicht in Ordnung. Ich frage mich auch, warum die ganze Zeit der Frau ihre eigene Sexualität abgesprochen wird. Der Mann hat immer diesen Trieb, der ist leider nicht zu unterdrücken. Und die Frau, die muss man ja eh irgendwie immer ein bisschen überreden. Ja, ich habe aber auch einen Trieb. Und wenn ich mir einen kurzen Rock anziehe und rausgehe zum Jagen, dann ist das mein gutes Recht. Ja? Deswegen bin ich noch lange kein Freiwild. Und das nennt man dann übrigens Sex, wenn beide es wollen. Wenn einer nicht will, ist es eine Vergewaltigung. Deswegen geht es hier auch nicht um einen Sexskandal, das klingt immer so nach harmlosem Rock'n'Roll, sondern um Missbrauch. Und viele Frauen, die sich jetzt trauen, über ihre Erfahrungen zu sprechen, werden jetzt auch noch im Netz richtig übel beschimpft. Und als Frau wird man übrigens grundsätzlich sexuell beschimpft. Ja? Auch egal von wem, egal zu welchem Thema, ich auch. Ja, da beschimpft einen nie jemand als Arschloch oder Blödmann, sondern ich höre immer, du mit deinen feministischen Gedanken, du gehörst doch nur mal richtig gut durchgebumst. So, das finde ich einen unglaublich lustigen Gedanken. Ja, dass sie wirklich denken, so eine Feministin, die muss man nur mal richtig, muss man die. Aber wenn man die nur richtig feste genug penetriert, dann fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Und sie sagt, mein Gott, was dachte ich denn? Man gebe mir eine Schürze. Ich möchte Frikadellen braten für alle.